So, hallo. Wir machen weiter. Bei Superliminal. Wir sind im, ich glaube, fünften oder sechsten Traum und das ist nicht mehr gesund. Jetzt ist auch plötzlich wieder 3 Uhr. So, keine Ahnung, das ist eine Uhrzeit, die kann eigentlich nicht sein. Und wir kommen auch direkt in dieses Ding hier rein. Also wir sind gar nicht mehr im Hotelgang. Das kann nicht richtig sein. Hier ist irgendwas komplett faul jetzt. Emergency exit protocol initiated. Ach so. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Ach so, das ist Error. Das. Ja. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. So viel dazu. Also, die wollten uns jetzt rausholen aus dem Traum und hat nicht funktioniert. Scheinbar. Man weiß es nicht so genau. Scheinbar hat es nicht funktioniert. Also so gar nicht. Okay. Man fragt sich nur, was noch alles schief gehen soll. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Aha. Weil ich mich anders verhalte, als es so gedacht ist, funktioniert es nicht. Cool. Ja, ein super Experiment. Okay, hier kann ich auch nichts tun. Hier geht auch nichts. Okay. Ich kann den Würfel da nicht nehmen. Aber ich krieg eine grüne Soda. Wenn ich schon keinen Würfel kriege, gönne ich mir immer eine Soda. So. Und eine Mini-Soda geht auch klar. Jetzt ist wieder kaputt. Aber ich kann den Würfel nicht nehmen. Warum? Na gut, ich habe eine Soda dabei. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Wow. Tolles Experiment. Okay. Ja, lass mal die Dose mal Dose sein. Und ich brauche die jetzt eh keiner. Gucke nur immer in die Lücken rein, aber bisher war hier nie irgendwas. Und dann, wenn ich nicht gucke, werde ich was verpassen. Wisst ihr? Kenne ich doch schon. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Na toll. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Ja, klingt doch super. Ah, wow. Instruction: Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Wake up!
Wake up. Da hat es mich einfach hier rüber gepfeffert wieder. Wie gesagt, ich warte darauf, dass wir den Gang entlang gehen und alles bricht zusammen. Es sind immer noch drei rote. Ich habe kein weiteres rotes gefunden. Könnte das das sein? Man weiß es nicht. Ach du Schande! Oh, mach nicht diesen. Ja. Ja, ich kann gleich stehen bleiben. Jetzt ist alles kaputt. Yo! Was gibt's hier? Riesige Zucchini? Möhren? Na, es sind irgendwelche Schälchen, oder? Keine Ahnung, was das ist. Oder Teller. Ich höre es piepen. Nee, danke. Erstmal den hier. Was haben wir hier noch so? Ich drück drauf. Oder soll ich mich erst umgucken? Ich weiß es nicht. Okay, komm, wir drücken drauf. Ich denke, wir haben genug gesehen. Ah ja, jetzt bin ich wieder. Also das UDF passt, aber der Gang sieht anders aus als davor. Wisst ihr, das ist gerade ähnlich, als ich mal wirklich eine Art Traum hatte. Als ich noch studiert habe, das habe ich damals auch auf Twitter geschrieben. Ich muss da kurz drüber reden. Da hatte ich einen Traum. In dem bin ich immer wieder neu aufgewacht. Und jedes Mal dachte ich, jetzt bist du wirklich aufgewacht. Jetzt sieht deine Wohnung aus, wie sie aussehen soll. Und irgendeine Sache war immer anders, wodurch ich gemerkt habe, scheiße, du träumst immer noch. Und das ist so gute 15, 16 Mal passiert, bis ich dann, als ich wirklich aufgewacht bin, nicht eine ganze Zeit lang nicht sicher war, bin ich jetzt wirklich, wirklich wach oder träume ich noch? Ich habe alles kontrolliert. Ob noch irgendwas... Ja, so zum Beispiel. Es wirkt alles normal und dann ist eine Sache anders. Zum Beispiel geht es einfach nicht weiter. Genau so, was ist damit gemeint, ne? Und du denkst so, okay, jetzt wird es recht normal. Ist alles okay und dann war halt zum Beispiel der Stuhl hatte eine andere Farbe oder solche Geschichten. Das war eine Art Traum, die hatte ich seitdem eigentlich nicht mehr so intensiv. Das hatte ich ein einziges Mal, dass ich gute 15, 16 Mal das dachte, ich bin aufgewacht und bin einfach nicht aufgewacht. Das war total verrückt. Ich kann nur hin und her laufen. Nebenan hier sind verschiedene Trigger eingebaut und ich muss hin und her laufen. Wenn ich das nicht tue, dann geht es nicht weiter. Oder ich muss halt was Spezielles machen. Aber aktuell kann ich nur hin und her laufen.
Never mind. Okay, das ist das einzige Bild, was ich abnehmen kann. Kann ich da durchgehen? Kriegt es groß genug, dass ich durchlaufen kann? Sieht nämlich so aus. Ja, da kann ich safe durchlaufen. Nein, jetzt ist es wieder kleiner. F. Gibt's doch nicht. Muss ich was anderes damit machen. Aber mehr kann ich nicht, ne? Die kann ich nicht abnehmen. Das war das Einzige, was ich abnehmen konnte. Okay. Oder ich muss irgendwo in die durch die Decke, aber da ist kein Loch und nix. Ne, ich muss das sicher wie eine Tür aufbauen. So ist halt noch nicht hoch genug. Ja, jetzt bin ich durch. Eieiei. Okay, erklär mir mal, was los ist. Hallo, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Before we begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Ja, erklär halt. Okay, kommt keine erste Phase mehr. Wir sind nicht in der ersten Phase, mein guter Doktor. Wir sind schon weit aus der ersten Phase raus. Aber ist okay. Okay. Wait, laufen wir gerade im Kreis? Nein, okay. Ach du Scheiße, ich mag lange Gänge nicht. Jo, so. Da hat sich die Schwerkraft einfach mal gedacht. So, nö. Ich bin jetzt verkehrt rum. Sache, das geht noch. Und so, das kriege ich auch noch. Aber ich kann sie nicht nehmen. Ja, schade. Okay. Seit wann ist denn hier ein Turn-Ding offen? Ich würde gern da rein. Kann ich da. Komm ich da rein? Komm ich da hoch? Worauf stehe ich eigentlich gerade? Mit nur einer Tür komme ich dann niemals bis hoch. Nee, das wird nicht funktionieren. Zumindest nicht aktuell, wie ich mir das vorstelle. Nice.
okay. Es ist alles normal. Jetzt kann ich wieder nichts tun. Aber ich kann hier auch nichts reinnehmen. Ich muss da oben hingucken. Ne? Nee. Hä? Plötzlich kann ich so rumlaufen. Was zum... Kann ich das selber bestimmen jetzt? Nein, da hat sich einfach selber gedreht. Okay. Alter. Das ist so nicht normal, was hier passiert. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Okay. Irgendwas noch? Sehen kann ich halt nichts. Jo. Okay, hier kann ich wieder so einen Würfel bauen wahrscheinlich. Habe ich gedacht. Oh, das war wahrscheinlich genauso gedacht, dass man da... Wow. Durch diese Lücke fällt. Oh, okay, ich muss hier eine Treppe nach oben bauen. Was? Nein, da ist ein Aufzug, ich sehe den. Ich gehe da aber garantiert jetzt noch nicht rein. Ich versuche durch die Treppe da hochzukommen. Aber, nee. Nee. Niemals kommt man da hoch genug. Okay, ich muss in den Aufzug. Okay. Hall 1. Toll. Stop dead end, no trespassing. Perception is not reality. Oh nein. Oh nein.
Okay, wenn ich hier runterfalle, lande ich in dem gleichen Gang wieder. Ich mache das jetzt ein paar Mal. Aber ich glaube, ich muss irgendwas anderes tun. Ich weiß noch nicht was. Aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas anderes tun. Holy sh! Ah, da will man es einmal schnell hinter sich bringen und dann ist es schon anders. Mhm. Hall 2. Hall 3. Ich sehe es kommen. Irgendwann sind hier beide zu und dann muss ich da hinten umdrehen oder sowas. Oh Gott, ey. Hall 4. Zu. Offen. Was? Wait, what? Ding? Dumm. Was? Wieso macht das jetzt hier... Hä? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich mich immer entgegengesetzt der Figur bewegen? Am Anfang? Okay. Ach was. Ich muss mich immer entgegengesetzt der Figur bewegen. Was ist das hier? Autobahnbrücke? Sachen irgendwo. Sehe nix. Okay. Wir sind wieder in so einem Schwimmbad. Interessantes Wasser. Okay, Leiter klettern darf ich nicht. Mein Würfel ist weg. Da ist noch einer. Sollte der andere weg sein? Ich werde gleich mal mitnehmen. Closed. Ja. So ein Pech aber auch. Hatte ich jetzt eigentlich schon jedes Soda mal rausgeholt? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. 175113. Fast übersehen. Erzähl mal. Finally,
While we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of the triggering mechanisms. Hey, habe ich den nicht gerade in die Hand genommen? Hey, ich habe doch den gerade... Oha. Wild. Blaue da oben. Hä, das ist eine Schachfigur. Aber nicht auslösen. Kann ich das wirklich nicht auslösen? Schätzt die halt richtig hin. Ich gebe dem Ganzen nochmal einen Versuch. Ich habe nämlich eine Sache nicht probiert. Ist ernsthaft jetzt? Oh. Come on. Wir waren doch gerade schon oben. Tatsache. Also in Blau gibt es das auch, solche Figuren. Uff. Und dann ist es nämlich wirklich... Dann ist es nämlich wirklich die Figur auf dem Computer. Dann sind es wirklich solche Figuren auf dem Computer. Wild. Jetzt bin ich weit gefallen. Weiter als ich wollte, ehrlich gesagt, aber ist okay. Aha. So. Alter. Hat's mir einfach die Umgebung weggestrichen. Gut, dass ich erst in den Gang nach hinten bin. Da ist mein Bett. Alles klar. Ich wollte den gerade drücken. Scheiße.
Da geht's nicht weiter. Alter. Jetzt spinnt mein Hirn gleich richtig. Hier waren wir schon mal. Das war, glaube ich, der zweite Traum oder so. Yep, da oben war das rote Ding drin. Kann ich da nach hinten? Nein, okay. Ich kann nur auf den Ding drücken, okay. Yep. Tja. Da wird es wohl kaum einen richtigen Weg geben. Ich denke mal, geht einfach ein bisschen. Ah ja. Na gut, hören wir mal auf die Pfeile. Ja, so viel dazu. Wenn er sagt, hierhin, und ich sehe keinen weiteren Pfeil, soll ich dann so lange in die Richtung laufen, bis ein anderer Pfeil kommt? Ich dachte jetzt, wenn der Pfeil kommt, dann ist der Weg technisch klar. Ah, okay. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich bin raus. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Okay. Auf der Suche nach weiteren lustigen Figuren zum Einsammeln. Yo! Das ist schnell eskaliert. Alter. Ja, es sieht aus wie Freiheit, nützt mir aber nichts. Oh, das, oh, er ist weg. Jo, ich dachte, das ist weit weg, aber es ist einfach eine Wand. Alter. Rillt. Hier ist das ja auch eine Wand hier drüben. Das wurde jetzt aber erst zu einer. Das sah vorher schon ein bisschen anders aus. Um ehrlich zu sein. Na, hier, das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Das wird jetzt gleich auch zu so einer Wand. Achtung. Jeden Moment. Ja, aber ne, das verändert sich dann schon so ein bisschen. Also das ist ein bisschen hakelig gemacht, um diesen Effekt zu erzeugen. Weil so ist es wirklich offen. So ist es keine Einbildung. Erst wenn man näher kommt, wird dann wirklich eine Wand draus. Weil so ist es immer noch keine Einbildung. So ist es wirklich offen. Jetzt wird eine Wand draus. Seht ihr das? Jetzt hat sich's verändert. Ah ja. Welcome.
So, ich höre das Piepen, ich will aber erst die Figur hier holen. Das ist gar keine Figur. Schade! Habe ich gedacht, das ist eine Figur. Soll ich mich nicht eher von dem Wecker fernhalten? Hat er nicht irgend sowas gesagt? Na, ich habe ja eh nur einen Weg. Ach so! Wir sind wieder hier. Ja gut, was kann schon schief gehen? Außer, dass wir den Part beenden sollten. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.